Das ist der Virus. Das ist richtig. Und hier gibt es auch schon Heilkräuter. Das heißt, wenn ich jetzt hier gleich Munition habe, gibt es hier gleich einen Kampf. Wenn wir mit Munition ausgerüstet werden, gibt es immer einen Kampf. Tja, was habe ich für Waffen? Und das Snipergewehr, ja, das finde ich gut. Schließmechanismus. Okay. Fingerabdruck scannen. Entriegelt. So. Was haben wir hier? Wieder einen 11-seitigen Bericht? Nein, nur 6-seitig. Fertigstellung des neuen Virustyps. Das T-Abyss-Virus enthält genetisches Material des Abyss- und des T-Virus. Für sich selbst ist das Virus zwar keine große Bedrohung, doch es hat uns möglich gemacht, waffenfähige Meeresviren zu studieren. Ich fürchte, mein Name wird eines Tages in Zusammenhang mit der Herstellung der furchtbarsten Waffe der Welt in Verbindung gebracht werden. Simulationen zeigen, dass wenn das Virus in gelöster, aber ausreichender, konzentrierter Form in ein entsprechend großes Seegebiet entlassen werden würde, es innerhalb kürzester Zeit das gesamte Weltmeer verseuchen würde. Angefangen mit Bakterien zum Zeitpunkt der eigentlichen Kontamination würde dann eine Kettenreaktion ausgelöst werden, die ausnahmslos alle Lebensformen im Meer betreffen würde. Sobald das T-Abyss-Virus einen Bereich des Meeres verseucht, wird es gegen genetische Mutationen bei allen Lebensformen im Gebiet verursachen. Es ist unmöglich, die schwerwiegenden ökologischen Folgen für die Menschheit abzuschätzen. Ich bezweifle, dass es bei meiner Arbeit wirklich darum geht, Bioterrorismus und Ausbrüche von Biogefahren zu verhindern. Ja, ich denke, es geht vielmehr darum, sie auszulösen, wie es aussieht. Munitionskiste MG aufgenommen. Hervorragend. Grünes Kraut. Okay. Ich habe da schon 2,5 Playlists von Resident Evil bei einem anderen Let's Player durchgeguckt. Und weiß, dass es erfahrungsgemäß am Ende eines Resident Evil Let's Plays einen Bosskampf gibt. Und da wir jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten sind in der Geschichte und das wahrscheinlich sehr bald zu Ende sein wird, warte ich jetzt quasi nur noch auf den Endkampf. Kann ja nicht mehr lange dauern, wenn wir das Virus schon gefunden haben. Okay, ich durchsuche das Labor. Ah, Codes. Ich brauche Zeit, um die Steuerung zu verstehen. Codes sind immer gut. So, hier ist erstmal so eine Kiste.
So, habe ich mal das Snipergewehr hier ausgerüstet, ein bisschen verstärkt. Ich habe den Türcode geknackt und öffne sie. Sei vorsichtig. Okay. Alles klar, darauf kannst du wenden. Musste ich gar nicht erst knacken. So. Retten wir das Virus. Das heißt, retten wir... Oh, Speichervorgang. Hier passiert gleich was. Ja, klar. Ja, da sollte ich nicht so oft durchgehen. Ein Rätsel. Ein Rätsel. So. Jetzt sind wir hier in einer Art Labyrinth, ist das. Ja, hier geht's durch. Hier nicht. Hier aber. Hier geht's durch. Hier muss auch durchgehen. Was? Da kann ich nicht durch. Hier auch nicht. Eine Sackgasse. Holla die Waldfee. Okay. Hier können wir durch. Hier kämen wir durch. Hier kämen wir durch. Hier kämen wir durch. Wie sieht's hier aus? Nein. Hier? Ah, naja, ach, Mann. Zum Glück war es gespeichert. Vielen Dank. Nein, hier nicht. Ich bin gleich tot. Danank, 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 so dank, nein, das war falsch. Bin ich immer am besten. So, Danank sollen wir. Passwort suchen. Danank sollen wir. Labyrinth-Spiel. Danank, Danank, Danank geht's nicht. Bin ich in der Sackgasse. Och nö. Hier ist eine Heilpflanze. Aber die ist scheinbar umgeben. Mit. Ah, dadurch kann ich die Sachen sehen. Das ist gut. Hier ist ein Gitter, hier ist ein Gitter. Ist hier was vor meiner Schnauze? Nein, ist es nicht. So, grünes Kraut aufgehoben. Ah. Hier geht's lang, scheinbar. So. Hier scheint es lang zu gehen. Da geht's nicht lang. Da rechts neben mir geht's lang. Und dann kann ich durch. So. Taste drücken. Oh wei. Jetzt ist das ganze Labyrinth andersrum. So. Labyrinth hat sich geändert. Vorsichtig. So, da geht's lang. Und da geht's um die Ecke. Erstmal ein Stück. Vorsehen. Was ist denn das für ein Spielchen? Da geht's lang. So. Und jetzt? Geht's da rein? Aber da nicht lang. Wir müssen, glaube ich, zu dem dort. Und der ist dort in seiner Zelle. Da kommen wir nicht hin. Aber dort können wir vielleicht lang. Yep. Dort können wir runter. Oh wei. Da greift uns etwas an. Wer weiß, was für BOWs noch kommen. Das sieht nach Endgegner aus. Super, jetzt haben wir es hier durchgeschafft. Oha. Und was bist du? Guten Tag. Darf ich mich vorstellen, ich bin Jill. Und wer bist du? Ah!
der Fuzzi, der Willi, den wir im Labor hatten, den. Wenn der nur von einer Stelle angreifbar ist. Gut. Aber den haben wir jetzt auch, denke ich. So, da kommt kam noch ein zweiter. Wir hüpfen mal hoch. Nein, das. Oha. Den können wir erstmal erschießen. Nein, wir müssen erstmal den erschießen. Oh wei. Die Gegner sind ein bisschen härter. Im Nehmen. Oh wei. Ich wusste gar nicht, dass ich so nah dran bin. Auf die Beine schießen. Stirb! So, der scheint gestorben zu sein. Perfekt. Oh, der hat sich von alleine. Der hat sich selbst umgebracht. Der Willi. So. Hier haben wir Munition. MG-Munition. Impulsgranate. Illegales Zubehör. Und dann lege ich erstmal das hier. Die BOW-Granate auf das Teil. Dann so hier in die Blutlache steigen. Es muss eine Art Schließmechanismus geben. Ja, gibt es. Fingerabdruckscanner. Jo, entriegelt. Kommen wir durch. Okay, wir sind hier in einer Art kreisrundem. Aha, da sind wir rein. Kommen wir da durch. Nee, da sind wir rein. Müssen wir durch die andere Tür raus. Und da müssen wir raus. Speichervorgang. Okay. Entweder kommt hier ein Gegner oder ist was Geschichtsmäßiges drin. Also irgendwas, was uns weiterführt in der Story. Mitarbeiter-ID. Ja, tut mir leid, die habe ich aber nicht. Wird für die Impfung verwendet. Okay. Und wie komme ich an die Mitarbeiter-ID? Kann ich drauf drücken und dann komme ich an den Mitarbeiter, der dort tot am Boden liegt. Nice. Nein, hier sind wir wieder zurückgegangen. Ja, diese Luken, die sind auch ein bisschen. Oha! Sachte, mein Lieber. Das wird unser Endkampf sein. Dieses Schlangenmonster, wie es aussieht. Und das sieht schon so riesig aus. Finden, dass man für unser Endboss ist. So, ich scanne die Gegend. So, da müssen wir durch. Das heißt, wir können hier entlang. Hier können wir durch. Hier können wir nicht durch, da können wir durch. So, da entlang. Wenn er mal kein Zombie ist. Forscher Ryan, ID 503321. Muss die mir irgendwie mal aufschreiben. Inspektionsprotokoll, 13 Seiten, brauche ich nicht. Ich brauche nur die ID. Merkt sie euch, 503321. Impfstoffprototyp 50. Chris, du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Morgan Lansdale von der FBC steckt hinter den Terra-Regia-Angriffen. Davon hat Raymond also gesprochen. Aha. Scheint so. Ich müsste das nochmal angucken. Nichts, um ihn festzunageln. Darf ich mir das nochmal angucken? 50, 33, 21, 50, 33, 21, 50, 33, 21, 50, 33, 21, 50, 33, 21.
50, 33, 21, 50, 33, 21, 50, 33, 21, da kann ich runter, 50, 33, 21, 50, 33, 21, ich nehme mal das Gewehr raus, 50, 33, 21, 50, 33, 21 war die Nummer, 50, 33, 21, war die ID, ich kann mir das nicht gut merken, deshalb muss ich mir mal vorsagen, entschuldigt das. 50, 33, 21. Und Durchsage 50, 33, 21. Ach so, musste ich gar nicht eintragen. Hat's von alleine. Okay. Nice. Oha. Kommt auch was von hinten. Oh, ich kann nicht impfen lassen. Impfstoff wurde injiziert. Kann ich den Impfstoff jetzt wieder mitnehmen? Ich hoffe wirklich, dass der Impfstoff wirkt. Okay. Und was ist mit dem Authentifizierungscode aufgehoben? Super. Und was mit dem anderen? Ist der nicht infiziert? Oha! Deshalb brauchen wir den Infizier. Ah. Das Desinfektions. Da wäre ich jetzt mutiert, wenn ich mich nicht geimpft hätte. Nice! Das ist ein Notfall. Komm sofort her! Zurück zu Chris gehen. Das könnte ein bisschen umständlich werden. Da wäre ich jetzt selbst mutiert. Nicht, oh, stimmt. Ich werde gebrutzelt. Wenn ich nicht den richtigen Weg gehe. Muss ich mir gemerkt haben. Und war denn hier der richtige Weg? Verdammt. Ging's hier lang? Nein, ging's nicht. Nicht sterben, Jill. Nein. Heilmittel habe ich auch nicht. Hier werde ich gegrillt. Wo ging's hier raus? Ja, toll. Gegrillt und ertrunken. Und da hast du also gespeichert. Eingegeben. Schnell impfen. Bitte warten. In der Zeit könnte ich mich mal impfen. Ja. Ich könnte auch mal testen, was passiert, wenn ich mich nicht impfen lasse. Dann würde ich eventuell sterben. Ja, hoffentlich wirkt's. Achso, ich müsste mir mal den Chip mitnehmen. Zack. Und raus hier. Und schwimmen. Und Virussoße. Jill! Jill, kommen! Hörst du mich? Mache ich ja. Das ist ein Notfall. Komm sofort her. Ich tu's. So schnell ich kann. Sofern ich nicht in die falsche Richtung schwimme. Was ich gerade tue. So, schnell raus hier aus der roten Brühe. Und wo jetzt lang? Ich sehe nichts. Ich sehe gerade rot. Nein. Er trinkt doch hier drin. Bin ich hier richtig? Scheint so. So, hier raus. Werden die Luken geschlossen. Und hier, ich bin ja nicht blöd, kann man einfach rüberschwimmen. An der Decke entlang und wird nicht gegrillt. So viel zum ersten Mal. Und auftauchen. Zack. Alles okay? Perfekt. Ja, vorerst. Leiter. Lila Leiter. Leiter hoch. Irgendwo, wo ich hochkomme. Etwas Leiterähnliches. Ich würde ja fliegen, aber ich habe leider keine Flügel. So, nice.
Wie komme ich hoch? Ach ja, hier, eine Leiter. Vielen Dank, Spiel, dass du mir eine Leiter gibst. Kann ich gebrauchen. Ich habe jetzt den Code. Gut. Neutralisieren wir den Virus. Machen wir's. Passwort verwendet. Autorisation bestätigt. Starte Virus-Neutralisierungsprogramm. Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellt. Morgan Lansdale. Ich wusste, dass O'Brien und sein Schuss und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Das war mein einziger Fehler. Du warst es also, beim Angriff auf Terra Grigia. Jill, pass auf! Oha. Meine Fehler werden wohl wieder gut gemacht. Ihr seid blinde Passagiere auf der Zenobia. Und ich will euch das Versterben zu sehen. Rob. Wir sind schon irgendwie freiwillig drauf gegangen, aber also ich bin nicht freiwillig drauf gegangen. Ich wurde von Parker dazu gezwungen. So, wer bist du? Zack, das krieg ich doch auch hin. Mit einem Schuss. So. Da ist jemand. Yep, er steht über uns. Du wirst einen auf Sniper machen. Ich bin hier der Sniper. Mal gucken, wohin Chris schießt. Na. Still. Alle gut. Alle gut im Dorf da. Soll ich mal hier hochkrabbeln? Ah, da ist noch einer. Moin. Hier ist aber ein Dingens im Weg. Jetzt muss ich so und dann zack. Und die klappe ich auf. Bin noch irgendjemand? Wer will Futter? Du bist Futter. Das ist einer von den starken Willis. Ich hoffe nicht, der kann klettern. Doch, das kann er. Das kann der richtig gut. Steh auf, Jill. Steh auf. Na toll. Jetzt will der auch noch flutschen. So. Dich haben wir. Und den großen brauchen wir nochmal. Oha. Beine. So, fast keine Munition mehr. Im Snipergewehr. Und für den rechts noch. Ein bisschen habe ich auch noch. So. Ah, Heilmittel. Da kommt jemand von oben. Soll mir egal sein. Beine. Die Beine nehmen wir noch weiter. Scheiße. Der kriecht und krabbelt. Ja, komm. Stirb, Kartoffel. Ach, noch einer von den Willis. Jetzt rechts mir aber langsam. Jetzt rechts aber. Jetzt rechts aber richtig. Fußmonster. Scheiße, ich kann nicht mehr schießen, hab keine Munition mehr. Muss mein MG nehmen. Des Todes. So, dich habe ich auch noch. Na oh, gut, dann halt nicht. Darf halt überleben. Virusneutralisierung beendet. Ah, tja. Das hätte ich mir denken können. Ihr habt ja schließlich Umbrella gestürzt. Aber eure Tage des räuberen Gendarmenspielens sind vorbei. Ich
Ich hoffe, ihr begreift den Ernst der Situation und warum ich persönlich erscheine. Ich habe eine große Schwäche. Viele Dinge machen mir Angst. Auch Kleinigkeiten. Ich muss jede Unvollkommenheit ausbügeln. Die BSAA, mein lieber Direktor O'Brien, eure ganze Organisation, ihr macht nichts als Ärger. Ihr habt doch nicht etwa erwartet, dass ich euch ungestört herumschnüffeln lasse? Macht euch doch nichts vor. Ihr seht mal, euer Schicksal liegt in meinen Händen. Was zum... Die Queen Zenobia.